Block 82, Logikplatz. Okay. Jetzt haben wir ein grobes Verständnis von digitalen Signalen. Hallo, hallo. Der Beamer draußen ist kaputt. Ah, das ist und jetzt haben wir schon gesagt, es gibt irgendwie Bauteile, da kann ich mit den digitalen Signalen reingehen und die machen dann was damit und dann kommt wieder ein digitales Signal raus. Und diese Bauteile, die nennt man Gatter. Und wir haben hier die vier elementarsten Logikgatter aus einem Logikgesichtspunkt. Das sind nämlich alles, ist noch was Besonderes, aber es sind nicht invertierende Gatter, das ist ein bisschen schwieriger aufzubauen aus Transistoren. Aber von einem Gesichtspunkt von der Logik, von der Funktionalität, ist das irgendwie das Erste, auf das man eigentlich kommen würde, wenn man irgendwie versucht, so sich Gatter auszudenken. Das Erste ist der Puffer, wo ich quasi ein Signal am Eingang reinschicke und es kommt das Gleiche am Ausgang wieder raus. Also ich schicke eine 1 rein, ich schicke eine 1 raus, ich schicke eine 0 rein, ich schicke eine 0 raus. Und das kann ich eben unter anderem verwenden für dieses Konditionieren, was wir gesagt haben. Ich habe irgendwie ein Signal, das ist digital, aber es ist schon ein bisschen verrauscht. Zum Beispiel, weil das über eine lange Leitung dahergekommen ist. Und das Erste, was ich jetzt mal mache, ist, dass ich das durch einen Buffer durchschicke. Und dann habe ich auf der anderen Seite wieder ganz, ganz saubere Signalpegel. Und eine 1 ist eine richtige 1. Und eine 0 ist eine richtige 0. Und es gibt nicht irgendwie besonders große Nullen und besonders kleine Einsen. Sondern es geht quasi wieder zu den Grenzen, sodass man es gut unterscheiden kann. Gut, dann gibt es das UND-Gatter und das UND-Gatter ist am Ausgang immer dann 1, wenn beide Eingänge 1 sind. Also wenn man jetzt quasi 1 und 0 ersetzt durch wahr und falsch, und 1 ist wahr und 0 ist falsch, dann glaube ich, erkennt man ja, warum das UND heißt, nicht in Bezug zu der Logik, weil ich irgendwie sage, die Aussage A ist wahr und die Aussage B ist wahr, dann habe ich eine neue Aussage getätigt, die nur dann wahr ist, wenn die Aussage wahr und die Aussage B wirklich wahr ist. Also, und in der Wahrheitstabelle sehe ich das eben hier in der letzten Spalte. Das ist die einzige, wo ich rechts eine 1 habe. Nur wenn beide Eingänge auf 1 sind, ist auch der Ausgang auf 1. So, dann haben wir das Oder-Gatter. Da reicht es, wenn einer der beiden Eingänge 1 ist. Oder man kann es auch umdrehen und kann sagen, der Ausgang ist nur dann 0, wenn beide Eingänge 0 sind. Wenn einer der beiden 1 ist oder beide, dann ist das Oder auch im sprachlichen Sinne erfüllt. Aber im sprachlichen Sinne beim Oder gibt es ja ein Oder und es gibt ein Entweder-Oder. Und das ist ein Oder, das ist kein Entweder-Oder. Das sind beide Eingänge auf 1 und auch der Ausgang auf 1. Darum gibt es auch das XOR, das ist das Entweder-Oder. Das ist am Ausgang nur dann 1, wenn einer der beiden Eingänge 1 ist, aber der andere 0. Man könnte auch sagen, das XOR-Gatter ist ein Ungleichgatter. Der Ausgang ist genau dann 1, wenn die Eingänge ungleiche Werte haben. Und bei gleichen Werten sind die Ausgänge 0. So, wenn man jetzt Schaltungen baut aus solchen Gattern, eine Sache, die man extrem oft braucht, ist, dass man irgendwas invertiert. Dass man was umdreht und dass einem 1 einen 0 macht und umgekehrt. Und natürlich könnte man jetzt überall Inverter noch hineinbauen als eigene Bauteile. Aber stattdessen hat sich die Konvention durchgesetzt, dass wenn man irgendwo ein Knödel macht, dann heißt das, hier wird invertiert. In dem Fall hätten jetzt diese vier Gatter nochmal, aber mit einem invertierten Ausgang. Und dann sagt man zu dem Ding halt Not-Gatter und nicht mehr Buffer. Zu dem End sagt man NAND, wie nicht und. Und wir sehen hier einfach wie vorher beim und, aber jetzt die Einsen und Nullen auf der rechten Seite vertauscht. Und wenn beide Eingänge 1 sind, dann und nur dann ist der Ausgang 0. Ebenso hier beim Nicht-Oder. Da haben wir vorher gehabt, wenn beide Eingänge 0 sind, ist der Ausgang 0. Jetzt haben wir, wenn beide Eingänge 0 sind, ist der Ausgang 1. Also wieder die rechte Spalte vertauscht. Und natürlich gibt es das XNOR. Oder man könnte eben auch sagen, das Gleichheitsgatter. Ne? Das ist am Ausgang jetzt genau dann 1. Wenn die beiden Eingänge XOR sind. Da ist es nicht NIXOR. Es ist wirklich XNOR. Den Namen XNOR, den kenne ich aus dem Verilog-Standard. Da gibt es tatsächlich einen XNOR-Operator. Den nennen wir den XNOR-Operator. Aber eigentlich ist das ja der Vergleichsoperator. Das ist der Vergleichsoperator. Und beides Gleiche ist das Ganze. Genau. Ja,
die Symbole, die ich hier habe, sind übrigens die DIN-Symbole und nicht die ISO-Symbole. Also wenn man jetzt aktuellere Schaltpläne anschaut, dann findet man stattdessen, statt diesen Dingen hier, einfach nur Kasteln. Und in der linken oberen Ecke ist dann zum Beispiel ein Ampersand für ein Ungatter oder ein Größe gleich 1 für ein Oder-Gatter oder ein Ist gleich 1 für ein X-Oder-Gatter. Warum man dann nicht einfach, wenn man eh schon Kasteln hat, in die Kasteln einfach reinschreibt AND, OR, XOR, ist mir schleierhaft. Ich vermute, es hat was mit den Franzosen zu tun. Ich habe keine Ahnung, aber sicher anders. Ich meine, sicherlich nicht die englischen Begriffe. Man sind sicher dagegen, dass etwas ein internationaler Standard wird, wo man in Kästchen englische Begriffe eintragt. Japaner nehmen. Ich meine, in dem Fall ist einfach... Na, die Japaner sind aber nicht so happig mit diesen Sachen. Ja, weil ihre Schrift ja nicht so gut passt zu dem, was die da so tun. Also, ich würde die Franzosen in Verdacht haben. Das wird gut passen, aber vielleicht irre ich mich auch. Also die Universal Time Continuous. Genau. Gut, also die Gatter, die ich hier verwende, die Symbole, die sind eben die DIN-Symbole. Und es gibt eben diese ISO-Symbole, wo dann was anderes drin ist. Es gibt die ANSI-Symbole, die amerikanischen, die wieder ein bisschen anders ausschauen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr mal einen Schaltplan seht und dann schauen diese Sachen anders aus. Dann schaut einfach auf Wikipedia und schaut mal nach, wie die Gatter-Symbole in den unterschiedlichen Standards sind. Und dann findet ihr schon, nach welchem Standard ihr das gezeichnet habt. Wenn ihr irgendwas habt zu seinem aktuellen Schaltplanprogramm, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich etwas haben, was keinem dieser Standards entspricht. Nämlich ein Kastel und in dem Kastel steht halt AND oder OR oder NOR. Nein. Und natürlich, also jetzt haben wir hier quasi die Knödel und einen Ausgängen, aber das gibt es auch an den Eingängen, dass ich zum Beispiel hier, ich könnte ein NOT-Gatter zum Beispiel, das ist der einfachste Fall, genauso schreiben, indem ich das Knödel einfach am Eingang mache, statt am Ausgang, hätte die gleiche Funktion. Oder ich könnte zum Beispiel ein Gatter bauen, wo ich ein UND-Gatter nehme und dann bei einem Eingang einen Knödel beim Eingang hingehe. Und das heißt, das wird einfach invertiert, bevor es in das Gatter hineingeht. Also diese Knödel, die findet man quasi überall und heißen dann einfach an der Stelle invertieren. Aber lustig ist jetzt, wenn man ein OR-Gatter am Eingang invertiert, kommt nicht ein NOR-Gatter raus. Das ist vielleicht auch noch zu wichtig zu wissen. Aber da kommen wir gleich dazu. Wenn du ein Gatter am Eingang invertierst, müsste eigentlich ein OND oder ein AND rauskommen. Auch nicht. Nein. Aber ein OR-Gatter, das am Eingang A invertiert ist, ist das gleiche wie ein NAND-Gatter, das am Eingang B invertiert ist. Ja, aber wenn du am NOR-Gatter beide Eingänge invertierst, kommt schon ein NAND. Am OR-Gatter beide invertierst. Also beide invertierst. Ja, ja. Das ist der Morgen. Das ist beide Eingänge. Ja. Beide Eingänge, dann kommt der NAND. Das ist der Morgen. Das ist der Morgen, ja. Aber wir kommen nicht gleich dazu, zu einem wichtigen Sätze in der Aussage. Okay, also bevor wir uns auf die wichtigen Sätze in der Aussagenlogik stürzen, müssen wir noch ein bisschen über Aussagenlogik reden. Und die Aussagenlogik ist einfach ein Teilgebiet der Mathematik, das sich algebraisch mit diesen Sachen auseinandersetzt. Also genauso wie man irgendwie rechnen kann und dann irgendwie algebraische Umformungen machen kann und irgendwie sagen kann, okay, x ist das gleiche wie a plus b, ist eine andere Form zu schreiben, dass a das gleiche ist wie x minus b. Solche Sachen kann ich eben hier auch machen mit solchen Aussagen. Aber in der Mathematik schreibt man dann eben keine Schaltpläne, sondern man schreibt eben Formeln und es gibt aber wieder besondere Zeichen, die für diese Operationen stehen, weil man eben jetzt nicht eine Addition hat und eine Subtraktion, sondern man hat eine logische UND-Verknüpfung zwischen zwei Größen oder eine logische Oder-Verknüpfung zwischen zwei Größen. Und darum habe ich hier diese Zeile, wo wir die Gatter, die wir gerade kennengelernt haben, und darüber, wie man das quasi den gleichen Sachverhalt, die gleiche Beziehung zwischen Ein- und Ausgängen mit den Aussagen logischen Symbolen anschreibt. Also hier habe ich einen Inverter, der aus dem A ein Y macht. Ja, das heißt, hier dass y das gleiche ist wie nicht a. Und dieses Hackerl hier heißt halt nicht.
So ein Präfix, genauso wie das Präfix Minus zum Beispiel zur arithmetischen Negation verwendet. Rufzeichen ist das nicht, wenn du C-Code schreibst, aber es ist nicht das mathematische Symbol dafür. Genauso wie ungleich zum Beispiel, ein durchgestrichenes ist gleiches in der Mathematik, aber im C-Code schreibst du Rufzeichen, ist gleich, weil im ASCII-Code gab es halt kein Symbol für durchgestrichenes ist gleich. Wenn du APL zum Beispiel programmierst, ist es natürlich ein durchgestrichenes ist gleich, weil APL kann Unicode als Operator verwenden. Komische Sprache, ich weiß nicht, wer das macht. Okay, dann haben wir hier ein, was ist das für ein Gatter? Ein Und-Gatter, genau. Das heißt, wir haben hier das Y ist A und B, hier noch einmal mathematisch angeschrieben und das ist eben das Und-Symbol. Wir haben dann hier das Oder-Symbol, das ist einfach umgedreht, das ist ein V und beim X-Oder ist dann noch einmal ein Strich drüber. Es gibt mehrere Arten, wie man sich diese Symbole merken kann. Die eine Art ist, dass man sich merkt, beim X-Oder ist ein Strich drüber. Das ist gar nicht so schwer zu merken, dass man sich merkt, beim X-Oder ist ein Strich drüber. Und von dort kann man relativ gut rückwärts denken, dass das dieses Symbol merkt man sich, dass das was ganz anderes ist, als wenn ich quasi das andere hätte mit dem Strich drüber. Das heißt, dann ist irgendwie schon klar, wo es offen sein muss für das Oder und wenn man es dann halt umdreht, dann ist das Oder. Also, ah, okay. Für mich ist das keine. Die Symbole haben aber einen engen Bezug zur Mengenlehre. Also, wir können nämlich sagen, A ist die Menge aller Fälle, in denen A wahr ist. Und B ist die Menge aller Fälle, in denen B wahr ist. Dann ist die Schnittmenge aus A und B die Menge aller Fälle, in denen A und B wahr ist. Und das Symbol für eine Schnittmenge ist halt genauso, nur nicht mit dem Spitz, sondern abgerundet. Das gleiche natürlich hier, dass ich sagen kann, ich nehme die Menge aller Fälle, in denen A ist, wahr ist und die Menge aller Fälle, in denen B wahr ist und dann die Vereinigungsmenge zwischen diesen beiden, die ist natürlich die Menge aller Fälle, in denen A oder B wahr ist. Also das ist eine andere Möglichkeit, den Zugang zu wählen, wie man sich diese Symbole besser merken kann, in welche Richtung. Ist das eine? Das Xor. Das Xor. Naja, das ist ein bisschen schwierig, aber du kannst das durchaus schon machen, weil du nämlich in der Mengenlehre den Strich drüber verwendest, um die alles, die Komplementärmenge zu mengen, genau. Und naja, das X-Oder war ja quasi das Oder und dann ziehst du quasi das Und ab, also es kommt quasi noch diese Komplementäroperation vor. Schon da. Ja, genau. A ohne B und B ohne A, ja, so könnte man das, genau. Ja, weil man kommt halt nicht wirklich auf diesen Strich da drüben, und das wäre ein X zum Beispiel, nicht? Wenn ich sage, ach so, aber der Strich für die Vereinigung ist eine schlechte Eselsbrücke. Das müssen wir, also, wenn ich schreibe, sowas hier in der Mengenlehre, dann heißt das A ohne B. Und man könnte quasi sagen, naja, das X-Oder ist quasi das A ohne B und das B ohne A, dann hätte ich quasi so ein V-Ding. Okay. Und natürlich gibt es Konventionen, wenn ich jetzt das, jetzt nicht sowas, ich meine, nur das ist ja uninteressant, interessant ist irgendwie so eine Wulst von Aussagen, logischer Ausdruck. Wenn ich das interpretieren möchte, brauche ich natürlich wieder so Rechenregeln, die mir, also Vorrangregeln, die mir, was ich sagen wie Punkt-Verstrich-Rechnungen in der Arithmetik. Da habe ich eben hier Klammern natürlich als oberste Möglichkeit, Dinge zu gruppieren. Klammern werden zuerst ausgewertet, dann die Negation und
dann und dann oder und dann x oder, wobei bei den letzten beiden, das ist mal so, also wenn man quasi irgendwas schreibt und man verwendet hier oder und x oder und in einer Art und Weise, dass es uneindeutig wäre, dann sollte man Klammern setzen. Was ich, by the way, bei gröberen Ausdrücken auch schon bei und oder empfiehlt. Ja. Also insbesondere bei C-Code. Also es ist eine Sache, wenn man da jetzt wirklich irgendwie algebraisch herumformt und Papier füllt, aber bei C-Code, wenn man, da gelten die gleichen Vorrangregeln, aber ich glaube, in der Mehrheit der Fälle tut man sich eher weh, wenn man anfängt zu lernen, welche Vorrangregeln C verwendet. Diese Komma-Compiler-Nob einfügen, finde ich, glaube ich. Ja, also das Problem ist auch... Komma-Compiler, die warnen, wenn man keine Klammern setzt. Ja, und andere das nicht tun, wie der TCC für 80, 52... Ja. Und ich habe einen Tag lang einen Bug gesucht, der sich auf das zurückgeführt hat. Nicht genau auf das, sondern darauf, dass quasi die logischen Verknüpfungen und, oder, in einer ganz anderen Klasse sind, als wenn du die binären Verknüpfungen hast. Und das habe ich irgendwie... Und GCC hat gesagt, bist du wahnsinnig, kein Mensch kann lesen, was das ist. Aber TCC, ei, kommt billig. Okay, also es ist generell, da sind wir, glaube ich, eigentlich eine gute Idee, Klammern zu verwenden, so wie irgendwie die Dinge größer werden. Gut, nachdem die Aussagenlogik ein Teilgebiet der Mathematik ist, gibt es natürlich mathematische Sätze, die sich da um die Aussagenlogik drehen. Und ich habe einige wenig spektakuläre reingenommen. Also das ist jetzt nicht irgendwie hohe Mathematik, aber es sind extrem praktische Dinge, dass man die weiß. Bevor wir da durchgehen, ich glaube, das ist zum Schluss die Frage. Das ist die Antwort, blöd. Vielleicht hat es ja jemand nicht gelesen. Also wer es nicht gelesen hat, wie würde ich denn das beweisen? Wenn ich da eine Behauptung aufstelle und sage, A und B ist das gleiche wie B und A? Jetzt doch bitte. Jawohl. Nicht schlecht. Mengen? Also ein Mengenkreis oder so. Meinst du ein Venn-Diagramm? Achso, das kann. Nein, man kann. Ich weiß es nicht. Also ja. Wahrheitstabelle war das, was ich gemeint habe. Nein, aber wenn man die Analogie zur Mengenlehre nimmt, dann ist so ein ja. Mengendiagramm. Sehr auf jeden Fall gut. Also gerade bei Sachen wie Kommutativgesetz reicht die Kenntnis, dass diese Parallele existiert, um zu sagen, ganz klar muss das kommutativ sein. Oder ich schaue mir die Wahrheitstabelle an. Ich muss ja hier noch nicht immer die Wahrheitstabelle für die linke und die rechte Seite aufstellen, um drauf zu kommen, dass das stimmt, sondern ich kann mir diese einfachen Symmetrien auch in der Wahrheitstabelle erkennen schon. Gut, aber generell, wenn ich quasi irgendeine aussagenlogische Vermutung habe, die einfachste Möglichkeit, die zu beweisen, ist, eine Wahrheitstabelle zu machen. Das ist was Nettes in der Aussagenlogik, dass diese Option im Raum steht. Ich probiere einfach alle Möglichkeiten durch. Und wenn ich ein Programm verwende dafür, dann kann man das sehr gut machen für viele, viele Stellen. Und, solange man nicht mehr als irgendwie... Ja, und für den Rest gibt es Satz wohl. Okay. Zunächst haben wir hier Kommutativgesetze für diese Grundausdrücke, die wir haben. Also A und B ist das gleiche wie B und A und A oder B ist das gleiche wie B oder A und AX oder B ist das gleiche wie BX oder A. Ich glaube, das kommt... ist schon allein daran ersichtlich, dass ich all diese Gatter beschrieben habe, ohne explizit zu sagen, wenn Eingang A so oder Eingang B so, sondern ich habe immer gesagt, wenn beide Eingänge auf dem Wert sind oder wenn die Eingänge verschieden sind, also aus diesen Formulierungen sieht man schon, dass da eine Kommutativität besteht. Das nächste war das Assoziativgesetz, dass ich hier, wenn ich eine Kette von Und-Verknüpfungen habe, dass ich quasi die in einer beliebigen Reihenfolge auswerten kann.
Oder auch, wenn ich eine Kette von oder x-oder-Verknüpfungen habe, kann ich die auch jeweils in einer beliebigen Reihenfolge auswerten. Ich kann die Klammer so setzen oder ich kann sie so setzen. Was heißt das für eine praktische Schaltung? Abfolge. Ich frage so. Sagen wir, ich möchte eine Und-Verknüpfung machen zwischen vier Dingen. Und ich komme jetzt auf die Idee, dass ich das mit folgender Schaltung machen kann. So. Und jetzt kommt jemand daher und sagt mir, für jede Ebene, durch die mein Signal durch muss, vergeht eine gewisse Zeit und wir wollen diese Unverknüpfung sehr schnell machen. Was hätte ich jetzt für eine Möglichkeit, meine Schaltung umzustellen, weil ich weiß, es gibt ein Assoziativgesetz. Naja, man könnte zwei binären Baum. Genau. Ich könnte sie haben, ich könnte einen binären Baum machen. Also wenn ich diese Eingänge jetzt einfach beschrifte als A, B, C, D, dann habe ich hier quasi A und B und C und D. Und die Klammernsetzung, wie ich es hier gemacht habe, ist, dass ich quasi in der ersten Ebene das A und B nehme, in der zweiten Ebene das Ergebnis mit C und in der dritten Ebene wieder das Ergebnis mit D. Stattdessen kann ich natürlich hergehen und kann sagen, wir machen hier A und B und C und D. In Summe habe ich immer noch drei Unverknüpfungen, also das hat sich nicht geändert. Aber wenn ich das jetzt so, wie ich es aufzeichne, dann komme ich eben auf nur noch zwei Ebenen. So, das wäre jetzt quasi was Praktisches, wo es mir nutzt, dass ich weiß, ich habe Assoziativität zwischen diesen Bauelementen. Und das mag jetzt was sein, wo ich quasi kein Gesetz oder einen hübschen Namen brauche, um das zu erkennen, dass das bei Unverknüpfungen der Fall ist, dass ich das neu anordnen kann. Aber das ist immer ganz nett, auch einen symbolischen Rahmen zu haben. Insbesondere darum, weil ganz oft solche Sachen nicht so sind, dass ich anfange, Gatter auf ein Blatt Papier zu zeichnen und dann irgendwie überlege, wie mache ich das jetzt besser, sondern man schreibt dann irgendwelche Programme, die Schaltungen erzeugen. Und natürlich ist es dann sehr praktisch, schon ein formales Framework zu haben, weil ein formales Framework kann ich leicht einen Programmcode übersetzen, also irgendein, naja, aus meinem Bauchgefühl und so wie ich, das ist dann schwierig, einen Computer beizubringen. Und was vielleicht auch noch ganz gut ist, wenn du ein Layout machst, dass du weißt, dass du es, egal wie du es anschließt. Ja. Also gerade die Kommutativität ist im Layout sehr wichtig. Dass es oft der Fall ist, ich habe einen Chip und ich habe da irgendwie zwei Pins und das ist urumständlich, dass ich die genau so rum anschließe, aber wenn ich die vertausche, dann ist es auf einmal viel einfacher. Und wenn ich das natürlich weiß, dass ich die vertauschen kann, dann kann ich am Schluss ein Board machen, wo ich irgendwie deutlich weniger Trommel habe. So, jetzt wird es schon langsam quasi, ich sage jetzt mal, weniger intuitiv. Also die Sachen, die wir uns jetzt angeschaut haben, da werden die meisten Leute draufkommen auf diese Gesetze, dass man die Distributivität sieht von und oder, das ist schon eher, es geht sicher nicht genauso, aber es ist eher was man, glaube ich, mal lernt und nicht von selber. Natürlich verhält sich das so. Also Distributivität kennt man vom Multiplizieren, dass wenn ich irgendwie A mal Klammer auf B plus C habe, dann kann ich das A mal in die Klammer hineinziehen und habe dann A mal B plus A mal C. Und genau das Gleiche habe ich hier auch, wenn ich eine Und-Verknüpfung mache mit einer Klammer, in der Oder-Verknüpfungen drinnen sind. Also wir haben hier A und B oder C ist das Gleiche wie A und B oder A und C. Das Gleiche geht aber umgekehrt auch. Das ist anders als bei der Multiplikation und Addition. Nicht? Da hätte ich das nicht, aber hier sind quasi diese beiden Operatoren jeweils zueinander distributiv. Also wenn ich A oder Klammer auf B und C habe, dann kann ich das A oder in die Klammer hinein multiplizieren und komme dann eben auf A oder B und
A oder C. Gut. Und in der Regel macht man es eher von rechts nach links, würde ich sagen. Also die Richtung ist noch, da hat man eigentlich nichts gewonnen. Nachher hat man einen komplizierteren Ausdruck. Man ist aber von rechts nach links, dass man irgendwie das erkennt und sagt, ah, da kann ich aber ein A herausheben in dem einen wie dem anderen Fall. Das ist durchaus was, was Nützliches. So, dann haben wir den Morgen, dass ich sage, not A und B ist das gleiche wie not A oder not B. Also wenn ich quasi eine Und-Verknüpfung oder eine Oder-Verknüpfung habe und ich negiere das ganze Ding, dann wird aus dem Und ein Oder, aus dem Oder wird ein und die Negation geht quasi von vom Ausgang zu den Eingängen. Oder in Symbolen quasi ausgedrückt. So, also das wäre jetzt quasi die linke Seite der ersten Zeile. Ich habe eine Und-Verknüpfung, wo ich den Ausgang negiere. Und der Morgen sagt jetzt, das ist genau das gleiche wie eine Oder-Verknüpfung, bei der ich beide Eingänge negiere. Und das kann sehr, sehr praktisch sein, dass man das mit dem Morgen hat. Weil man oft Schaltungen hat, gerade wenn man kleine Digitalschaltungen aus Chips aufbaut, dann will man jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Haufen Ends und einen Haufen Oder haben. Und dann hat man auf dem Board auf der linken Seite alle Ends und auf der rechten Seite alle Oder. Aber in den Ausdrücken, die man berechnen möchte, kommen natürlich wild verschachtelt die vor. Man muss ständig von dem Chip mit dem Endgatter zu dem Chip mit dem Oder-Gatter rüber und wieder zurück. Und der Morgen, der hilft uns, dass wir das so umstellen, dass wir sagen, okay, vielleicht können wir die Schaltung machen nur mit Und-Gattern und den Wörtern oder nur mit Oder-Gattern und den Wörtern. Und dann brauche ich eben nicht zwei verschiedene Arten von Chips. So, also die zweite Zeile ist eben das gleiche nochmal mit Oder. Ja, dann gibt es ein Nona-Netting, wieder ein Potent, dass A und A das gleiche ist wie A. Und dass A oder A ebenfalls das gleiche ist wie A. Ich glaube, das ist eher einleuchtend. Dann die Neutralitätsgesetze. Also so wie Österreich gibt es auch hier sowas, was neutral ist. Und dass der Einser ist neutral gegenüber der Und-Verknüpfung. Also ich kann quasi irgendwas nehmen und so oft Und verknüpfen mit Eins, wie ich möchte. Irgendeine Aussage und wahr ist genauso wahr wie die Aussage, weil wahr ist eh schon wahr. Und das gleiche natürlich mit oder. Irgendeine Aussage oder falsch, naja, falsch ist falsch. Also wird wohl das andere übrig bleiben, als das, was wahr sein muss, damit das ganze Ding wahr ist. Also das sind die Neutralitätsgesetze. Und das ist natürlich ganz praktisch beim Aufräumen von Dingen oder Constfolding, dass ich quasi sage, oh, ich weiß, was dieses Bit ist. Und dann sage ich nicht, okay, die Schaltung wird einfach, ich kann dieses Bit auf 1 legen, sondern ich kann schauen, okay, was heißt denn das, wenn dieses Bit 1 ist, und dann räume ich quasi auf und es bleibt irgendwie nur noch die Hälfte von meinen ganzen Gattern übrig, weil alle anderen Hälfte so aufgeräumt werden können vielleicht. Oder nicht. Umgekehrt natürlich, wenn ich eine Und-Verknüpfung habe und ich sage, dieses und jenes und außerdem und überhaupt und falsch, naja, falsch ist falsch. Also dann kann das Rest sein, was möchte, es wird nicht und falsch auch noch sein, weil falsch ist eben nie wahr. Das heißt, wenn ich irgendwas und falsch habe, ist es natürlich falsch. Oder irgendwas und 0 ist 0. Und das gleiche mit dem Oder. Nicht beim Oder, da reicht es ja, wenn ein Fall wahr ist. Und wenn ich den einen Fall da hinschreibe, dann brauche ich den ganzen Rest nicht anschauen. Das ist auf jeden Fall wahr. So, dann habe ich hier not. Not ist natürlich das gleiche, wenn man gar nicht negiert hätte. So. Dann A und nicht A muss immer falsch sein. Das kann man die Wahrheitstabelle im Kopf sehen. Nicht? Das ist entweder A ist zum Beispiel wahr, dann steht dort wahr und falsch. Naja, falsch. Oder A ist falsch, dann steht da falsch und wahr. Auch falsch. Und andersrum natürlich beim Oder, da wird dann eins von den beiden auf jeden Fall wahr sein und dann ist auch das Ergebnis wahr. Und da kann eben dann wieder diese anderen Gesetze und dem Morgen uns helfen. Weil das ist oft nicht so offensichtlich, dass da steht A und nicht A. Weil meistens steht es ja nicht so da, sondern da steht irgendwie ein riesiger Ausdruck und ein anderer riesiger Ausdruck.
wenn man dann mit dem Morgen umstellt und so, dann kommt am Schluss drauf, ah, das Linke ist das gleiche wie das Rechte, nur mit nicht. Und dann hat man es viel einfacher. Gut, und dann gibt es diese Absorptionsgesetze. Ich glaube, das Beispiel, was jetzt dann kommt, da kann man das gleich anwenden. Also, wenn ich sage quasi A oder A und B, dann ist es auf jeden Fall das gleiche wie A. Egal was B ist, dieser Ausdruck ist dann und genau dann wahr, wenn A wahr ist. Aber das kommt dann auch oft vor, dann kann man quasi da wieder diesen B-Ausdruck einfach wegwerfen. Okay, also das war jetzt so ein wilder Abriss von allen möglichen Aussagen, die alle wahr sind, über Aussagenlogik. Probieren wir es aus. So, also. Wir sollen diese Schaltung vereinfachen. Gibt es einen Vorschlag, wie wir auf eine einfache Schaltung kommen? Wir schreiben mal an den linken oben an den oberen Anschluss A dran und an den unteren B. Ja, das. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich ein Gatter erfinde, ist es auf jeden Fall, ich muss kein Gatter finden, ich sage dazu, das ist ein bisschen Spoiler, aber wenn ich ein Gatter erfinden dürfte, wäre es auf jeden Fall lösbar, weil es hat ja nur zwei Eingänge. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich dieses Problem lösen kann. Und ich komme mehr oder weniger auf das Gleiche raus. Das erste ist Resynthese. Das heißt, ich mache eine Wahrheitstabelle für diese Schaltung, werfe die Schaltung weg und überlege mir, wie kann ich diese Wahrheitstabelle einfach in Gatter gießen. Das zweite ist, ich schreibe einen prädikatenlogischen Term für diesen Unsinn hier auf und überlege mir, wie kann ich diesen prädikatenlogischen Term vereinfachen. Und das sollte beides zum gleichen Ergebnis führen. Ja, ich meine, die Frage, was du halt machen möchtest, als Schaltung am Schluss. Zunächst mal ist ein KV-Diagramm mit zwei Eingängen schon eher fad. Aber vor allem nutzt du das KV-Diagramm ja nur, wenn ich dann das Ergebnis in der kommutativen oder distributiven Normalform haben möchte. Und gerade das, was wir hier haben, lässt sich extrem schlecht in der kommutativen oder distributiv gesagt. Und kommutativ, also in der kommutativen oder disjunktiven Normalform. Konjunktive, also weil wir da ein Kommutativgesetz haben. Ein großes Und mit vielen Oder drinnen oder ein großes Oder mit vielen Und drinnen. Kein F und BN. So. Dann machen wir einen prädikatenlogischen Ausdruck dazu. Das ist die lustigere Variante. Und dann können wir schauen, ob die andere. Also das erste Gatter ist mal nicht A und B. Nicht A. Gut, und das nehmen wir und verknüpfen oder. Na? Oder. Mit. So, jetzt gehen wir eine große Klammer auf. Ja, verknüpfen oder mit nicht. Vor der Klammer noch ein nicht. Ja. Achso. So, das ist. Die Frage ist, welches Oder-Gatter du meinst. Ich meine jetzt das ganz rechts auf jeden Fall, weil ich quasi eigentlich sollte quasi sowas von rechts nach links auflösen, dass ich quasi bei
bei dem Operator beginne, wo das Ergebnisding rauskommt. Und das wäre der, und der linke Eingang davon ist nicht A und B. Und der rechte Eingang von dem ist oder nicht. Oder nicht, genau. Oder nicht? Genau. Ja, 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 da kommt er nicht. Ja, ja. Oder nicht, aber oder nicht was? Nicht A und B oder A. Das ist ja nicht A, das ist ja A. Was? Ja, ich habe das untere ist B, aber das obere ist nicht A. Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Ja. Achso, wer ist denn das? XOR? Ja. Ich habe schon über die Wahrheitstabelle auf. Über die Wahrheitstabelle ist es einfacher. Und habe mir noch zusätzliche Namen dazu geschrieben, also für jedes Dings. Also ich habe angefangen von links mit A, B, dann auf dem Mund habe ich C geschrieben. Beim Ausgang. Wir machen das gleich jetzt hier. Der obere ist negiert. So, also der obere heißt A und der untere heißt B. Der Ausgang, den habe ich C genannt. Okay. Nur mal das ganze Ding da abzeichnen. Ja. Und das ist hier negiert, nicht, dass ich einen Unterschied machen will. So. Okay, und das negiert und das da hineinkommt und das kommt jetzt oder. So, das müsste jetzt diese Schaltung sein. Okay. Ihr habt da C. C. Ja. C. Dann unten beim Oder, der Ausgang ist D. Ja. Dann nehme ich an F. Der Ausgang vom Und, dann ist E. F ist dann beim Oder. Ja. Und das andere war G. Bei mir ist es Y. Ja. Okay, Y. Mir sind die Ausgänge immer Y. Was machst du, wenn du mehrere hast? Y1, Y2, Y3. Okay. Das war einfach die nächste Frage. Okay. Was machst du, wenn du mehr als 25 Eingänge hast? A1 Anzahl. Gut. Und wenn ich mehr als 25 Busse habe, die in mein System sind, dann zeichne ich es nicht mehr da. Okay. Nachdem wir das abgezeichnet haben. Weil da tut sich auch bei 25 Eingängen schon schwer mit der Wahrheitstabelle. Oh, wollt ihr nicht? So. Es gibt ein Gesetz, das hier steht, das wir sofort auf diese Schaltung anwenden können. Das wird viel einfacher. Also für die beiden. Ja, hier, ne? Ja. Also der hier, der quasi dieses
dieses und, und ich sage quasi, die untere Leitung hier, das ist das, was in dem Gesetz A heißt, und die Leitung hier ist das, was in dem Gesetz B heißt. Und da steht, wir können das unmittelbar durch A ersetzen. Nehmen wir das aus. Das heißt, wir können quasi das da rausstreichen und stattdessen einfach B hier ein bisschen verlängern. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das eine viel einfachere Schaltung ist. Also ich kann sie auch nochmal aufzeichnen. Das ist immer noch negiert. So, und jetzt geht das hier einfach bis in dieses Oder-Gatter hinein, indem dieser Eingang hier negiert ist. So, und das geht jetzt in ein großes So, eine Veränderung, die sich jetzt meiner Meinung nach anbieten würde. Also es gibt eine Veränderung, die wird sich jetzt anbieten, die diese Schaltung nicht unmittelbar einfacher macht, in der Anzahl der Gatter oder so, aber symmetrischer. Und es steht hier. Ja, man könnte dieses und durch ein oder setzen. Aus einem Grund, der bald ersichtlich ist, würde ich stattdessen lieber gerne dieses oder durch ein und ersetzen. Aber man kann ja genau das gleiche machen, weil wir haben hier diesen Inverter und wenn ich den quasi einfach mal von da weg tue, und daher, dann sehen wir schon, dass man da den Morgen eigentlich unmittelbar anwenden kann und aus dem hier einfach ein Und-Gatter machen kann, bei dem der untere Eingang negiert ist. Das heißt, unsere neue Schaltung von A und B heißt nicht A und B oder A und nicht B. Also das wäre das, mit dem wir im KV-Diagramm auch hingekommen wären. Nicht? Aber was heißt das? Was ist das? Ja, es muss ungleich sein. Und welches Gatter ist das Ungleichgatter? Ah, das ist das. Also das ist gleich. Das X-Or. Das X-Or, genau. Das heißt, wir können die ganze Schaltung ersetzen durch A und B gehen in ein X-Or. Das kommt Y raus. Was war das jetzt für das jetzt zwischen da und B? Das ist der B-Morgen. Ja. Wenn ich eine Und-Verknüpfung negiere, ist es die Oder-Verknüpfung von den Negationen der Eingänge. Umgekehrt, wenn ich eine Oder-Verknüpfung negiere, ist es die Und-Verknüpfung von den negierten Eingängen. Und das kann ich eben hier machen. Ich habe hier ein Oder und das ist glücklicherweise schon am Ausgang negiert. Also es schaut genauso aus, wie wir es haben wollen. Also kann ich da was sagen, okay, eine Und-Verknüpfung, die Negation ist jetzt eben weg, mit negierten Eingängen. Das heißt, der Negierte wird nicht negiert und der Nicht-Negierte wird negiert. Und damit, wenn ich einfach das hier aufnehme, also das ist die linke Und-Verknüpfung, das ist dann die rechte Unverknüpfung, also die Oder-Verknüpfung, die rauskommt. Und das hier beschreibt ja unmittelbar alle wahren Zeilen der Wahrheitstafel. Nicht? Also ich sage einfach, der linke Eingang, der muss 0 sein und der rechte muss 1 sein. Dann ist es wahr. Oder der linke Eingang ist 0 und der rechte ist 1. Und das ist eben genau dieses, wenn sie ungleich sind, dann ist es wahr.
und das ist eben ein X-Quadrat. Okay. Das heißt, wir hätten jetzt erfolgreich ein bisschen mit Gattern schockiert. So, wie spät ist es? Da haben wir richtig gut Zeit eingeholt. Schnellreden zahlt sich aus. Okay, dann machen wir an der Stelle.